Hey, was ist los? Wo ist deine Königin? Königin? Deine Mami, Dummerchen. Wo ist sie? Meine Mami ist weg. Ich will zu meiner Mami. Oh, nun wein doch nicht. Ich werde sehen, ob ich deine Mami finden kann. Wie ist dein Name? Chico. Mein Name ist Chico. Entschuldigen Sie, sind Sie Chicos Mami? Hey, redest du mit mir, Biene? Ich bin keine Mami und jetzt verschwinde! Wie unhöflich. Hallo, sind Sie Chicos Mami? Tut mir leid, ich kenne keinen Chico. Oh, okay. Hallo, ich suche Chicos Mami. Eine Biene? Bist du eine Agentin der Königin? Rede. Alle Bienen arbeiten für die Königin, aber... Ha! Ich wusste es. Ihr Bienen könnt mich nicht täuschen. Ich werte das als Nein. Ich nehme an, dass Sie nicht Chicos Mami sind? Oh nein, aber ich wünschte, ich wäre eine Mami. Du hast ihn nicht in der Gegend gesehen, oder? Wen meinst du? Es ist ein Geheimnis. Ein geheimes Eichhörnchen? Ja, das ist er. Wen meinst du? Ihn! Ich werde weitersuchen, danke. Entschuldigung, ich versuche, Chicos Mami zu finden. Das bin ich nicht. Ich bin Katze. Was? Sie sind eine Katze? Nein, ich bin ein Eichhörnchen. Ich bin Katze. Meine Güte, diese Eichhörnchen sind alle verrückt. Entschuldigung, hallo? Ich versuche, Chicos Mami zu finden. Oh, armer Chico. Ich kenne seine Mami. Toll. Kannst du ihr sagen, dass Chico nach ihr sucht? Das ist das Problem, Schatz. Sie ist weg. Weg? Du meinst... Nein, sie hat nur die Stadt verlassen. Armer Chico. Sie muss ihn vergessen haben. Wir Eichhörnchen sind sehr vergesslich, weißt du? Ich bin sicher, ich kann mich um ein weiteres Baby kümmern. Wo ist Chico, sagtest du? Oh, ich werde für dich tanzen. Schatz, ich bin ein Eichhörnchen. Gib mir einfach die Wegbeschreibung. Okay, also, hör zu.
Hallo. Du bist fleißig wie eine Biene, oder? Wie geht's? Ich bin gerade dabei, Eier zu legen, Liebes. Eigentlich bin ich immer dabei, Eier zu legen. Hallo? Du, das ist ein Wespenrevier. Ach ja? Wir Bienen haben auch Stacheln, weißt du? Oh, eine taffe Biene. Flix, du bist wirklich tough, Biene. Thank you.
Hühner. Schrecklich, furchterregende Dinger. Sie legen Eier, wie wir. Aber ihre Larven essen keinen Honig. Sie essen Bienen. Wow, das sind aber große Tiere. Wenn die alte Biene richtig lag, sollte ich jetzt in der Nähe sein. Was für ein schöner Ort. So viele Tiere und Menschen. Aber ich muss mich konzentrieren und die Blumenfrau finden. Ich kann einige sehr seltene Blumen riechen. Die Blumenfrau muss in der Nähe sein. Ja, dieser Pollen ist gut. Aber ich werde mehr als das hier brauchen. Es gibt noch andere Bienen in der Nähe. Vielleicht können Sie mir den richtigen Weg zeigen. Kennst du hier irgendwelche seltenen Blumen? Sicher. Hast du Bock auf ein Rennen? Wenn du mich fängst, erzähle ich dir von den Blumen. Thank you.
Du hast mich erwischt. Es gibt echt epische Blumen in der Tropenzone. Danke. Viel Glück. Und hör zu. Es gibt viele schnelle Bienen im Park. Wenn du bereit für eine Herausforderung bist, werden sie mit dir gerne ein Rennen veranstalten.